Die Gaspreisbremse. So funktioniert sie. Mehrere krisenhafte Einflüsse haben die Energiepreise in letzter Zeit extrem stark steigen lassen. Diese Mehrkosten belasten Haushalte und Unternehmen in Deutschland enorm. Deshalb will die Bundesregierung Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen entlasten. Mit einer staatlichen Preisbremse. Diese Preisbremse für Gas und Wärme gilt ab März 2023 und umfasst auch rückwirkend die Monate Januar und Februar 2023. Durch die Preisbremse wird der Erdgasarbeitspreis auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Um einen Anreiz zum Energiesparen zu schaffen, gilt dieser vergünstigte Preis allerdings nur für 80% des im September 2022 geschätzten Jahresverbrauchs. Wird mehr verbraucht, zahlt man pro zusätzliche Kilowattstunde den vereinbarten höheren Vertragspreis. Klingt kompliziert? Sehen wir uns das Beispiel von Familie Müller an. Für Familie Müller wurde ein Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden Gas prognostiziert. Sie bekommt demnach 12.000 Kilowattstunden, also 80% zum vergünstigten Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem aktuellen Vertragspreis von 17 Cent pro Kilowattstunde ergibt sich daraus eine staatliche Entlastung von 5 Cent pro Kilowattstunde. Für das Jahr 2023 sind das bei 12.000 Kilowattstunden insgesamt 600 Euro. Familie Müller kann sich übrigens sehr bald über die Unterstützung freuen. Bereits im März 2023 sinkt ihre monatliche Abschlagszahlung. So kommt die Entlastung schnell bei ihr an. Spätestens beim Blick auf die Jahresabrechnung 2023 wird aber eines klar. Auch mit Einführung der Gaspreisbremse bleibt der Gaspreis deutlich höher als vor der Krise. Die Preisbremse dämpft lediglich den Preisanstieg. Sparen bleibt also wichtiger denn je. Wichtig für Sie als unsere Kundinnen und Kunden, Sie müssen für die staatliche Unterstützung nichts tun. Wir als Ihr Versorger kümmern uns für Sie darum.